beep, ah, beep, ah, beep. Alright, we're here. Beep, ah, take a look at the equipment and prepare accordingly before starting the investigation. I've also written some notes on the whiteboard if you need them. No report this time. Be careful. You're going in blind. I managed to get a copy of the key. I've left it on the desk for you. So, was haben wir denn hier? Ratio. Wasser. Okay, was waren jetzt alles? Oh, was war das? Das war viel. Alles reinbringen, nicht funken. Wir dürfen. Keine Flashlights. Alle Items in den Raum, nur Kerzen, reden während Hunting, nicht funken. Damn, bro. Das heißt, also Kerze. Ich habe dabei ein Feuerzeug, ein Kamera und eine Kerze. Nein, du brauchst kein Feuerzeug. Wir lassen doch, brauche ich. Nein, wir lassen das. Nee, sie macht einfach alle Kerzen an. Nein, eine, die ihr braucht, anmachen, Feuerzeug hier lassen, Kerze mitnehmen. Als würde okay, warte, dann schmeiß ich das Holz. Weil sonst ist Kacke, wir müssen andere Dinge mitnehmen. Die sind wichtiger. Ja, jetzt gerade meine Kerze geklaut. Ich nehme... Ja, keine Ahnung. Ist meine Kerze schon mir geklaut worden? Nee, Moment, ich nehme noch Bewegungsmelder mit. Ja, ich dann. Ja, wir brauchen aber noch Buch, Geisterbox und UV-Licht, Leute. Ich hab Temperatur im EMF-Reader. Das schmeiß ich jetzt eben weg. Danke. EMF-Reader schon mit oder was? Ja, scheint mir, warte, ich nehme Geisterbox. Ich hab. UV-Licht. Ich hab jetzt ein Buch. Ich hab alle mit Buch. Ich bin da erstmal drin. Achso, nee, Moment. Ich würde lieber mit UV-Licht reinlaufen als mit Kerze tatsächlich. Ich nehme eine Kerze. Ich hab auch eine Kerze, weil aber UV-Licht finde ich grad besser. Aber ich muss dich warnen, ich bin nicht die hellste Kerze auf der Torte. Der war der war so schlecht. Der war schlecht. Ich weiß, dass das scheiße ist. Ja. Hey, Kerze ist doch Harald! Was Harald! Glitscht schon wieder irgendwas. Harald! Ich glaub, das Hexenbrett ist unten. Oh, yeah. Leute, könnt ihr mal bitte vielleicht eure EMF und Ding rausholen? Es bringt ja nichts, jetzt nur mit Kerzraum rumzulaufen. Ihr müsst ja auch sehen, wo was ist. Herr Antons, ich brauche aber die Kerze. Ja, ich weiß. Hört ihr das nicht? Ich meinte doch, es ist scheiße, wenn man mit Kerze rumläuft, da du sonst kein Licht hast, oder gar kein Licht hast. Aber dann haben wir halt Pech gehabt. Wieso gehen wir nicht einfach in den Raum, gucken kurz mit dem Thermometer oder was auch immer ihr in der Hand habt und gehen, wechseln wieder zur Kerze, das geht ja. Das können wir machen, aber habt ihr ja gerade nicht, oder? Habt ihr gerade geschaut? Ja, ich hab geguckt. Okay. Hallo, bist du doch irgendwas, Todes. Ah, hier ist ein Whitejob-Brett. Oh, mach ein Bild davon. Nimm das mal auf, bitte, das ist bei mir rum am Glitschen. Nein, mach ein Bild davon, wir brauchen das noch nicht. Wir sollten es allgemein nicht benutzen, weil es halt lost ist. Mach, die Tür ist mach mal ein Bild, Leute. Wir brauchen ein Bild von dem Ding. Ich hab hier den Knochen. Haben wir ein Bild davon? Ah ja, haben wir. Warte mal, ich nehme mal die Runde auf, ne? Null. Ja, ja, toll. Ich nehme mal die Runde auf, hehe. Ich bin nett. Ich bin eine Kerze. Bist du hier? Bist du hier? Are you there? Okay, los. Hä? Hör auf, das nachzumachen. Oh mein Gott. Und wir können halt nicht funken, wir müssen reden während des Huntings. Oh Mann. Hey. Wo ist er überhaupt? Harald! Grüezi! Oh mein Gott. Harald! Herbert! Oh, Mann, ey. Ey, dieses Hexenbrett ist so am Glitschen, dass es nicht mehr feierlich. Ich nenne die Folge einfach Fake German Let's Play, weißt du? Fake Manuel. Verdammt. Schreib einfach keinen Titel rein, einfach Punkt. Ja, ich bin der Manuel. Ich sag mal, kommst du klar? Und kaufe mich. Kaufe mich. Vor allem, deine Stimme hört sich ja sogar ohne, dass du die verstellst, nach seiner Stimme an. Es ist halt. Was?
Vielleicht bist du einfach GLP, weißt du? Vielleicht bist du. Ja, ich bin GLP undercover. Ja. Natürlich, als ob ich euch so jahrelang belügt hätte, sodass ich wirklich mache. Jahrelang. Ja, vor allem jahrelang. Jahrelang. Wie lange kenne ich euch doch? Wir sind schon im Kindergarten zusammen gewesen. Ein paar Monate. Ja, so. ganz im Kindergarten. Ich habe ja eingekackt. Ach Mann. Ihr habt dir damals noch das Spielzeug geklaut. So ist das nämlich. Herzlich. Manuel aktiviert! Kann mal bitte einer von euch ernsthaft das Hexenbrett aufnehmen, das macht mich wahnsinnig. Warum? Leute, spinne ich oder hier ist weil das bei mir irgendwie im Schrank drin rumglitscht. Leute. Danke. Oh, ist das schön, danke. Ich hab mein Leben gerettet. Was ist los? Was lacht der eigentlich so hässlich da hinten? Ja? Spinnig. Und da ist ein Fleck auf dem Boden. Mann, ey, was für ein Fleck? Hier ist ein Fleck. Das ist ein Teppich, Mann. Das ist ein Fleck. Das ist ja ein Teppich, ein grüner Teppich. Nein, das ist hier links, Blatt. Hier links, von da, wo die Kerze liegt. Blatt, das ist Teppich. Ist kein Fleck. Da ist ein Fleck. Wasserschaden. Das du bist der Fleck. und du hast einen Wasserschaden. Das ist Profi, ne? Oh mein Gott, schon wieder der Profi, oh Gott. Ja, too easy for me. Mhm. Hier gibt's ja auch noch Räume. Manuel aktiviert! Der hat doch einer noch Waffel, der Typ. Hilfe! Lieber Geist, helf mir bitte! Oh, habt ihr die Schränke hier geöffnet? Was ist denn hier los? Nein. Tag der offenen Tür oder was? Scheiße, Mann. Ja, wo ist denn der Wichser? Ich hoffe, dass jeder, der dieses Video guckt, mich nicht ins komplette Vollspast abstempelt. Zu spät, glaube ich. Das wollte ich gerade sagen, das ist schon zu spät. Dex! Hey, Gefriertemperaturen. Wo? Wo, was? Irgendwo. Ich hab doch Atem gesehen. Hier im Raum. Ah ja, hier, -9 in dem Flur, oder? Nein, hier, bei mir. Ich hab wohl. Die Türschwelle oder was? Es ist gerade gespawnt, ja, hier drin. Ja, Gefriertemperaturen. Ja, alles hier reinholen, ne? In den kleinen Raum. Ja, moin. Tja, scheiße. Oh Mann. Bullshit. Vor allem. Okay, wir haben keine Gefriertemperaturen. Wir müssen das jetzt da eintragen. Ich hab schon eingetragen. Wir dürfen nicht funken, Mann. Wer funkt ich funk denn doch hier? Nicht. Wer hat denn hier die ganze Zeit. Oh Mann. Er macht das, oder? Egal. Bleib mal kurz stehen, ich muss deinen Kopf wieder ausmessen. Egal wer von euch das macht, ne? Wir dürfen diesmal ist dein funken. Kopf 0 Dezibel laut. Ich hasse dich. Und bei euren Krems. Ja, dann halt nicht. Na, 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 na. Aber denkst du, Uni, ja? Denkst du, dass ich einen der Klatsche habe oder bin ich einfach nur irgendwie, keine Ahnung? Nein, du bist toll. Bin ich gerade witzig drauf. Ja, du bist witzig drauf. Ich möchte einen kurzen Hinweis loswerden. Ja? Mit Kerze sieht man übrigens nicht, wenn er huntet, by the way. Ich weiß. Was? Du Genius. Was? Sieht nicht. Oh Gott, jetzt hält mir das wieder ein. Wir sind ja blöd. Ja, ich hab euch von Anfang an gesagt, dass ihr blöd seid, aber auf mich hört ja niemand. Thanks. Ist jetzt alles außer die Kerze. Okay, ich wollte gerade ausprobieren, ob ihr der Hand ist. Oh Gott, okay. Hallo! Die Geisterparty! Kannst du mal kurz zur Seite gehen? Ich muss kurz das Ding checken. Bitte, geh zur Seite. Danke. Weg da. Bei der Seite. Feierabend. Oh yeah. Ich muss mal sagen. Das ist ja interesting. Wir müssen den ganzen Kram hier reinschleppen, also bitte. Ja, er geht bei mir durch die geschlossene Tür. Junge, hör auf damit. Hey!
Ich wollte halt vor dir die Tür zumachen und dann scheiße. Wir sind Geisterjäger ohne fortgeschrittene Technologie. Ja, mit Kerzen gehen wir rein. Da-dam, da-dam. Ja, was haben wir denn hier noch? Räucherstäbchen haben wir. Das da. Beep, beep, beep. Wir können nichts sondern einfach mal nur mit Knicklicht machen. Beep, 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 boop, boop, boop. Ich bin ein Knicklicht. Beep, beep, boop, wer? Boop, beep. Ich bin ein Knicklicht. Beep, 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 boop, boop. Boop, beep, 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 boop, boop, beep, beep. Du bist auch so ein Bip, 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 Bip. Keine Ahnung, ey, aber ich hab Angst. Warte mal. Kommst du Bip, 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 klar oder was? Bip, 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 Bip. Bitte was? Bip, 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 Bip. Gleich Bip, 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 eine in die Fresse geben. Dann gib mir gleich Bip, 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 in die Fresse. Aber ich weiß, was ich auch geil finde. Diese Animation von der Flamme, wie die wackelt und so, das ist einfach gigantisch geil gemacht. Die wackelt nicht. Warte, bleib mal stehen, bleib mal stehen, bleib mal stehen, bleib mal stehen. Ja, ich weiß, dass die nicht wackelt. Zu deinem Spruch kann ich echt nur... Ja. Da ist doch Pharma, was soll ich sagen? Ja. Gleich gehen zwei Bewegungsmelder gleichzeitig an, auch geil. Das wird richtig Eskalation im Bus, ich sag's euch. Oh yeah. Wenn man durchgeht, das ist nur Disco im Bus. Bin nur noch seine Mucke. Ja. Scheiße, Mann. Kommst du klar oder wie ist das? Soll ich die wieder anmachen? Soll ich die wieder anmachen? Oh Gott, please don't. Okay, ich möchte noch mehr. Wir haben noch so viel zu schleppen. Ja, echt mal. Du trägst auch immer nur zwei Sachen, das ist echt schlimm. Also was haben wir eigentlich nochmal für Challenges? Wir dürfen nicht funken, nicht funken. Müssen beim Geist die ganze Zeit reden, keine wenn Taschen der Hand und auch? Zeug in den Geister rumschleppen. Ja. Vier Quests, vier Aufgaben. Da easy. Damn, Zahn. Where to find oh, hell no. Wir wissen halt nicht, wann er handelt, ne? Das ist halt echt gefährlich. Ja, wir können es nur hören. Alter, was ist hier los? Es eskaliert hier einfach komplett. Die ganze Wand ist wie eine neue Tapete. Ehrlich? Und alles ist blinkt und leuchtet. Oh Gott. Ey, das ist ja schlimmer als amerikanische Polizeiautos. Schlimmer als Weihnachtsbäume. Aber das ist ja auch der kleinste Raum auf der ganzen Map, glaube ich. Ja, leider. Ja, kleiner. Und genau die haben wir bekommen. Für unseren Geister. Ja, genau. Flex. Aber guck mal die Aktivität. Ey, ich wollte Salz nehmen. Dann nehme ich die Tasche. Dann nehme ich Feuerzeug und EMF. Oh, 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 oh. Ja, ich kann da halt gar nichts erkennen. Ach du Scheiße, der ist da drin. Er ist da halt wirklich gerade drin gewesen. Das Geisterbuch los. Bip, 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 bup, bup, bup. Bip, bip, bup, 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 bup. Das ist korrekt. Das ist so ein Positiv. Geht ab. Alarm. Hä? Kein Licht anmachen. Nee, das will Leute. Ich nicht. Kein Licht anmachen. Das sollte eigentlich auch eine Challenge sein. Hallo. Louis, Louis, lass dich scheiße. Ach, du meinst, wenn du dich vor mich stellst, wird das nicht mehr gehen, oder was? Ist ja leise. Ich hab mal Menschen damit verarscht, dass ich diese Geisterbox in deren Hand ausgemacht habe, sodass die Sachen nicht mehr reichen. Es war bei mir unter anderem. Als ob das geht. Ich weiß. Belastend. Aha. You got you baited. You got you got you baited. You got you baited. Hello? Chip 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 vor allem ich sehe einfach gar nichts. Alle zusammen blinken hier. Es ist nicht normal, guck dir mal die Wand an. Es sieht halt sexy aus, Mann, also. Oh, ich hab noch ein Buch. Einfach, ich will nicht im Van sein, was jetzt hier gerade abgeht. Leute, er ist durchgetreten, er ist reingetreten. Wo weißt du das? Weil das Salz hier unten. Oh ja. Ja, der war doch eben drin. Wir müssen da ging noch los.
Hauptsache, unsere Aufgabe war, den Geist in Salz reinlaufen zu lassen. Und wir haben es mal geschafft. So. Scheiße. Wo ist deine Kerze? Du hast deine Kerze. Das ist normal so. Ja, die ist halt hier irgendwo so. Warum sind hier eigentlich alle Taschenlampen an? Was soll das? Alles leuchtet hier. Wir werden hier nie Geister aufsehen, das kann ich euch versprechen. Ja, brauchen wir auch nicht. Ah, hier ist meine Kerze. Ich hab sie gefunden. Ich hab meine Kerze gefunden. Yay. Der ist hinter neben dir, whatever. Der am Handen, ey? Was wollt ihr da im Eck? Ihr müsst doch reden, wenn ihr hattet. Ja, ich bin noch am Reden. Er redet. Hallo. Oh. Ja, wir reden alle. Ja, wir müssen noch alle. Hallo! Lieber Geist, komm doch mal zu uns herein. Hör auf, dich hinter den Schutz zu verstecken, aber die aufzumachen. Das ist so ein. Du bist so ein Verkäufer. Guck mal hier, meine Kerze. Du bist so ein Verkäufer, ehrlich. Junge, hör auf mit dem Scheiß. Oh, das ist so assi. Meine Kerze liegt da jetzt raus, das ist halt schlecht. Ja, dann nimm die halt. Oh mein Gott. Das ist die Kerze. Oh mein Gott. 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 So solche Assis, ey. Ehrlich. Was lachen Sie, kleine Knappe, ey? Hallo? Was sollen wir machen? Ein Foto! Wir haben keine Bilder mehr! Ja, was? Schau mal aus, was wir über die Profis gemacht haben. We job good. Knochen und danach. Nein! Sie wird nicht ziehen, aber sie bekommt keine Versicherung. Sie bekommt keine Versicherung. Das ist nicht schlimm. 1 und 1D. Hallo, meine Name ist Martin Davis. Boah, ich gehe erst auf den Kameras drauf. Ich gehe erst wieder mit Anschluss, Leute. Ja, RIP. Ja, die Haupt geht da oben eine der ganzen Bewegungsmelder die ganze Zeit. Ja, ja. Ich hab schon wieder gespielt. Junge, geil, ich spiel das mal irgendwas vor. Ja, warte, wollen wir auch mal. Wollen wir jetzt vielleicht gehen? Wir haben doch alles, was wir brauchen. Ja, eigentlich schon, aber ich hab Schiss. Ja, was für Schiss, komm ran hier. Okay. Ich mach das sogar ohne Kerze, weil ich Skill hab. Scheiße. Dang. Ich schmeiß den jetzt den Teller da. Alter, was war das? Ich mach die Tür auf und dann kommt er einfach rein. Hey, Geist, ich hab zwei Kerzen mitgenommen. Okay, wir gehen jetzt einfach nochmal aus, dass eine Narbe ist, ne? Was? Warum hast du einen Teller mitgenommen? Hab ich genommen? Geisterorb, Geisterorb gleich machen. Wir müssen jetzt nochmal in diesem Raum gucken, ob wir dann Geisterorb finden. Dann können wir ganz sicher sein. Ja, hier ist ja, wirst du nicht sehen, weil zu viel Zeit. Die ganzen UV-Lampen und so, die da. Was macht denn der Teller hier? Ja, den hat sie hier gerade. Wo sind die Bilder, die sie sonst immer hat? Die Bilder waren. Wir werden hier nie Geisterorb sehen, weil das viel zu hell. Ja, lass abfahren. Nein, ich besorge euch jetzt ein Bild. Ja, besser ist es. Ja, finde ich auf jeden Fall auch. Ein Katzenbild, gut. Aber ich glaube, ich hier keine Katzenbilder, oder? Wir haben da auf jeden Fall Bilder. Einmal, nee, eine Person. Das nehme ich auf jeden Fall mit, falls ich nichts anderes finde. Keine Bilder, die braucht man. Ich kann. Das ist besser. Das ist definitiv besser. Josef Garcia. Josef Garcia. Junge, was schmeißt du hier in den Hasen hin? Teddybär, was denn mit dir? Das ist ein Hase, oh Mann, ey. Ja, gönn dir. Okay. Vielleicht finde ich ja hier irgendwie ein Bild. Der hat zumindest... Okay, da war gerade irgendein Dead Drop. Josef Garcia. Also wenn du jetzt verreckst. Ich suche die ganze Zeit ein Bild. Safe.
einer von uns. Ich finde aber keinen guten. Komisch, dass sich ein Teller genau wie eine Flasche anhört. Ich nehme einfach. Josef Garcia. Oh. Ich dachte gerade. Digga, hast du mich erschrocken, Alter. Wo ist der Hase? War ja gerade nicht ein Hase. Naja, ich glaube, das normale ist. Aber ich tu den mal so, das Bild hier hin. Wenn das ein Gespenst ist, raste ich aus. Das ist ein Bild!